Ach ja, EA Sports. Sie sind nicht nur eines der größten Unternehmen der Welt, sie wurden auch mehrmals zum kundenfreundlichsten Unternehmen der Welt gewählt. Sogar schon mal Ultimate Team 2006 für die PS2. Es gab unzählige Modis in FIFA, die eingeführt und wieder entfernt wurden. Und irgendwann hat sich jeder FIFA-Spieler, ich und du auch mal beschwert über scheiß EA. Und natürlich wollen sie mit Ultimate Team auch gar kein Geld verdienen. Hier ist Hellsnake und willkommen zu 10 Sachen, von denen EA will, dass wir sie vergessen. Nummer 1, der Launch-Modus. Dach der Launch-Modus. Das war noch Zeiten. 2011, glaube ich, war der letzte dabei gewesen. Wer den Launch-Modus nicht kennt, ja, man konnte sozusagen cheaten. Ja, man konnte cheaten. Das waren tolle Zeiten. Zum Beispiel konnte man einfach ein Team mit einem 99er Boost spielen oder ein Spieler, der einen 99er Boost hatte. Man konnte den Gegner beeinflussen, indem der Gegner einfach die Spieler verschlechtert hat oder den Gegnern rote Karten, beziehungsweise schon gelbe Karten vorausgegeben hat. Ein toller Modus, der war auf jeden Fall lustig. Nummer 2, Retro Cards, beziehungsweise Fun Cards in Ultimate Team. Ach ja, das waren noch Zeiten, als EA noch Humor hatte. Oder Homer hatte. So gab es zum Beispiel eine Philippe Melo Karte als Tormann. Oder auch andere Karten, die zum Beispiel im Mittelfeld oder sonst wo hingestellt wurden. Ich blende hier mal ein paar ein. Ach ja, EA hatte mal Homer. Nummer 3, der Hallenmodus. In FIFA 97 und FIFA 98 gab es einen coolen Hallenmodus. Das ist natürlich jetzt schon 15 Jahre her, nein, 20 Jahre, oh Gott, her. Aber das waren noch Zeiten. FIFA-Fans wünschen sich das jedes Jahr wieder. Es hat dann ganz FIFA Street, da gab es den Futsal-Mode. Aber seitdem das nicht mehr kommt, wünschen sich viele FIFA-Spieler den Hallenmodus zurück. EA meint einfach, pff, die werden das irgendwann vergessen. Schade eigentlich. Nummer 4, es gab mal keine Price Ranges. Ja, das waren noch Zeiten, Ultimate Team, FIFA 10 bis FIFA 15. Wow, kein Price Range. Mittlerweile hat sich jeder schon dran gewöhnt und ich glaube, jeder hat schon vergessen, dass es mal Zeiten ohne Price Ranges gab. Die Idee von EA ging komplett auf, auch wenn sie heute immer noch scheiße ist. Nummer 5, es gab mal einen Spieler-Editor. Ja, einen Spieler-Editor, du konntest mal Spieler einfach bearbeiten. Ich meine nicht nur von den Werten, auch vom Aussehen. Du konntest mal Spieler bearbeiten. So habe ich auch als kleiner räudiger Hellsnake damals in FIFA 01 einen den Oliver Kahn zu einer Hackfresse gemacht. Das waren Zeiten. Auf jeden Fall konnte man Spieler editieren. Und das wäre eigentlich cool. Aber gut, das weiß ja keiner mehr. EA CD ist jetzt mal aufgegangen. FIFA 10 und ältere FIFAs. Es gab noch einen alten Karrieremodus, der zum Teil auch noch ganz gut war. So konnte man damals Spieler Intensivtraining machen, so ähnlich wie jetzt in FIFA 16 das Training. Nur, dass es damals besser war und es auch auf die Fitness gegangen ist und man das zeitlich planen musste und man nur 3 die Woche machen konnte, aber dafür mit dem ganzen Team. Das war gut damals. So konnte man aber auch miese machen mit dem Verein. Du warst damals wirklich Manager-Modus und konntest auch miese machen. Das heißt, du warst auch mal mit einer halben Million im Minusbereich und hattest halt, ja, höheres Risiko gefeuert zu werden. Und man hat immer gesehen, Statusleiste, wie beliebt man bei den Fans ist, wie die Teammoral ist und oder wie gut die Jobsicherheit ist. Und man konnte Stadionausbau betätigen, das heißt, man konnte eben auch nicht nur Geld durch Spielerverkäufe verdienen, sondern auch durch Heimspiele und durch, ja, Heimspiele. Fakt Nummer 7, Spielerangebote. Ja, damals, als es noch keine Price Ranges gab und als Welcher Matches, ja, noch normal waren und als Pink Slips noch eine andere Bedeutung hatten. Ja, damals gab es Spielerangebote in FIFA 14, glaube ich sogar noch. Wie ging das? Man hat ein Spiel auf dem Transfermarkt gesucht und man konnte, ja, man konnte zwar drauf bieten, aber man konnte noch eine Aktion auswählen und zwar Spielerangebote. Ganz einfach und dort konnte man zum Beispiel anbieten, wenn jemand zum Beispiel ein Ronaldo auf dem Markt hat, konnte man ihm einfach anbieten, dass man ihn für, keine Ahnung, Bronzespieler und vielleicht 5000 Coins verkauft und dann muss derjenige, der den Spieler draufgestellt hatte, annehmen. Und so einfach war das damals. Das ging leider nicht, weil FIFA halt dachte, man könnte damit besser Coins verkaufen, was ja eigentlich auch so war. Schade. Nummer 8, man konnte einen eigenen Verein erstellen. Diesen Verein konnte man auch in der Liga spielen. Und das ging ganz einfach. Man musste dafür nämlich nicht immer auf EA Sports kommen und dann irgendwie auf irgendwas irgendwie gehen. Man konnte einfach im Spiel selbst Verein erstellen und diesen dann austauschen ohne große Probleme. Man konnte eigene Spieler rein erstellen. Oder einfach Spieler hinein transferieren. So konnte man sein FC Buxtehude in der ersten Liga sehen und Spaß haben. Nummer 9, es gab mal gute Intros in FIFA. Ich blende hier einfach mal welche ein.
das wird es nie wieder geben. Nummer 10, der Virtual Pro Singleplayer. Virtual Pro hat eine lange Geschichte in FIFA. Na, nicht lang, aber eine komplizierte Geschichte. Es gab, glaube ich, 2009, FIFA 09, den ersten Virtual Pro Mode, der aber ein bisschen doof gewesen ist. Dann gab es in FIFA 10 einen verbesserten Virtual Pro Mode. Also, falls für alle, die es nicht wissen, Virtual Pro ist eine Art Pro-Club-Spieler erstellen für den Singleplayer. So konnte man einfach mit diesem Virtual Pro durchstarten. Er hatte auch alle Leistungen, die es auch gibt, jetzt im Pro-Club-Modus. Aber die konnte man im Singleplayer erledigen. Und das waren einfach Zeiten. Du hast mit deinem Virtual Pro gespielt, du hast Anstoß gespielt, du hast Karriere gespielt und du hast einfach alles probiert damals. Und das waren schon geile Zeiten, das muss man sagen. Und das waren 10 Sachen, von denen EA will, dass wir sie über FIFA vergessen. Das war's mit dem Video. Euer Hashtag ist raus. Bis dann. Tschüss.